Hallo. Oh mein Gott, es ist schon wieder eine Woche vorbei. Wow, die Zeit fliegt aber ganz schön. Eigentlich hatte ich mal wieder ein ganz anderes Video geplant, aber da das Wetter mir einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, hatte ich dann vorher erst so ein ganz anderes Video vor. Guckt euch das mal an. Seht ihr das? Ja, warum hast du das Video denn dann nicht eher aufgenommen? Ja, tut mir leid, aber ich habe Dienstag und heute meine ZHP geschrieben. Und ich bin ein Mädchen. Ja, das hätte ich jetzt auch selber von mir nicht gedacht. Frage 1. Was würdest du zuerst tun, wenn du wüsstest, es ist eine Zombie-Apokalypse ausgebrochen? Ja, also das Erste, was ich machen würde, wäre wirklich hier erstmal alles so sicher machen, dass die Zombies nicht sehen, dass hier jemand drin ist und halt, dass sie auch nicht reinkommen können. Und dann würde ich irgendwie meine Freunde und meine Familie erreichen. Und dann würde ich mir einen Plan machen und mich fragen, wo willst du hin und überleben? Weil ich will jetzt nicht bis zum meinem Lebensende hier bleiben. Und weil hier ist auch nicht jetzt so in der Nähe irgendwie sowas, wo ich jetzt die ganze Zeit Essen und Trinken herkriege. Also muss ich da mal gucken, dass ich dann irgendwie hier rauskomme, ne? Frage 2. Wenn du eine Waffe deiner Wahl bekommen könntest, welche wäre es? Und zwar, das wäre diese Waffe hier. Die ist perfekt, nur dann hat natürlich in echt, ne? Also hier so mit Magazin. Einfach bam. Ups. Frage 3. Wärst du dazu fähig, Zombies zu töten, die vorher deine Freunde waren? Ja, das wäre ich. Das sind halt ja nämlich nicht mehr meine Freunde, sondern halt Zombies. Und die können ja eh nicht wieder zu meinen Freunden werden. Also, bevor sie mich beißen, bringe ich sie lieber um. Frage 4. Wärst du dazu fähig, jemanden, den du liebst, zu töten, wenn er ein Zombie werden würde? Das ist eine schwierige Frage. Also, die könnte ich jetzt in diesem Moment gar nicht eigentlich so wirklich hundertprozentig beantworten. Aber ich würde sagen, ja. Weil es so oder so dann sterben würden. Und ja. Frage 5. Wenn du gebissen wirst, wärst du dazu fähig, dich selbst zu töten? Nein. Frage 6. Das Objekt links von dir wäre deine Waffe. Wie am Arsch wärst du? Ich wäre mächtig am Arsch, weil das links neben mir liegen meine Schulsachen gerade. Und ich bezweifle, dass man damit wirklich jemanden tot kriegt, obwohl das so ein echt schwerer Haufen ist. Also, doof gelaufen. Das war's dann auch schon mit dem Zombie-Tag. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann könnt ihr ja Daumen nach oben geben, um zu zeigen, dass ihr Zombies mag oder Zombies nicht mögt. Das ist egal. Ich schreibe euch die Fragen unten in die Infobox, dann könnt ihr die auch mal beantworten in den Kommentaren, falls ihr wollt. Falls ihr nicht wollt, dann ist es auch okay. Ich würde sagen, dann sehen wir uns nächsten Samstag mit dem Video, was ich eigentlich vorhatte. Und dann bis zum nächsten Video. Nod my head to the bass drum, all from the very front row. I held my baby, moved his gear to the stage from Havana. Take pictures on his phone for his Instagram. He's gonna make it big, he's gonna sell so many tracks and through the